Verborgene Geheimnisse der Antarktis. Verbirgt die Antarktis ein Geheimnis, das unser Weltbild auf den Kopf stellt? Am Südpol schlummern Dinge, die so verstörend sind, dass sie um jeden Preis vor der Öffentlichkeit verschleiert werden müssen. Kann es sein, dass der Mensch nicht das einzige intelligente Lebewesen ist, das einen Fuß in das ewige Eis gesetzt hat? Okay. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Ich bin gerade live auch hier auf diesem Kanal. Ihr könnt gerne mal mit vorbeischauen in dem Livestream. Jetzt mittlerweile auch offiziell auf YouTube. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal mit vorbeikommt. Und wenn ihr euch die Livestreams im Nachhinein reinziehen wollt, weil ihr es zeittechnisch vielleicht nicht schafft oder so und mich unterstützen wollt bei meiner Arbeit, könnt ihr auch eine Mitgliedschaft abschließen. Da wäre ich euch natürlich dankbar. Liebe geht raus auf jeden Fall. Und zwar gehen wir heute mies in die Mystik wieder rein. Das Video heißt Verborgene Geheimnisse der Antarktis. Warum treffen sich die Milliardäre in dieser gefrorenen Einöde? Einödet in Man, Alter. Wir sind in der Antarktis-Recherche drin. Und ja, ich finde es ein sehr spannendes Thema. Wir haben uns schon länger nicht mehr damit auseinandergesetzt. Und ich habe in dem Hohle-Erde-Video gesehen, dass ich mich ja doch schon sehr gerne mit diesen ganzen Themen auseinandersetze. Und deswegen gehen wir da heute rein. Eine Sache, die mich persönlich damals stutzig gemacht hat, da gehen Shoutouts raus an PA Sports, der mich damals zum ersten Mal auf diesen Antarktis-Vertrag aufmerksam gemacht hat. So, dass wirklich die Länder nach dem Zweiten Weltkrieg, das allererste, was die getan haben nach dem Zweiten Weltkrieg, ist, sich zusammenzufinden und einen Vertrag über die Antarktis zu schließen, wer welche Teile bekommt und an welchen Teil keiner hin darf. Und da frage ich mich persönlich nach dem Zweiten Weltkrieg, warum war das das allerwichtigste Vorhaben? Und das erste Vorhaben, was so quasi, ja, was da stattgefunden hat, so, weißt du? Das ist schon ein bisschen suspicious und dubios. Könnt mir gerne unten schon mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr dazu sagt. Daumen nach oben natürlich nicht vergessen, Kanal abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, wie immer, geht der Peter los, Digi. Und los! Miese Antarktis-Recherche, Digga, habe ich Bock gerade. Verbirgt die Antarktis ein Geheimnis, das unser Weltbild auf den Kopf stellt? In gewissen Kreisen wird gemunkelt, dass eine kleine Gruppe von steinreichen Milliardären ein verborgenes Forschungsprojekt unterhält. Was sind das denn für komische Gruppen, die das behaupten? Uns an unserem gesunden Menschenverstand zweifeln lässt. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Am Südpol schlummern Dinge, die so verstörend sind, dass sie um jeden Preis vor der Öffentlichkeit verschleiert werden müssen. Doch was ist dran an diesen kruden Behauptungen? Was hat es mit den seltsamen Missionen auf sich, die bereits in der Antarktis absolviert wurden und die von außen betrachtet schlichtweg keinen Sinn ergeben? Wieso hat ein Pilot... Oh, shit, man, Alter. Der Bruder ist schon famous hier auf dem Kanal geworden, ne? Sei ehrlich. Wer ist das, Digga? Chat. Birdie, Alter. Lot behauptet, in dieser bitterkalten Extremwelt etwas erlebt zu haben, das wir eigentlich nur aus den Romanklassikern von Jules Verne kennen. Und vor allem, kann es sein, dass der Mensch nicht das einzige intelligente Lebewesen ist, das einen Fuß in das ewige Eis gesetzt hat? Okay. Die Antarktis steht nicht nur im Zentrum des wissenschaftlichen Forschungsinteresses, sondern auch im Fadenkreuz einiger, naja, sagen wir mal, etwas alternativerer Theorien. Im Zentrum der Love Gang, Digga. Im Zentrum der Schwurbelvereine. So. Offiziell wird die Anwesenheit des Menschen am Südpol mit dem riesigen Erkenntnispotenzial begründet, das dieser gefrorenen Welt innewohnt. Beispielsweise entnehmen die Wissenschaftler hier meterlange Eiskerne, die tief in die klimatische Vergangenheit der Antarktis blicken lassen und es gleichzeitig erlauben, auch künftige Klimaszenarien genauer zu modellieren. Doch auch das Leben ist den Wissenschaftlern in der größten Eiswüste der Erde ein weiser Lehrer. Vor wenigen Jahren entdeckten die Forscher hier sesshafte Organismen in einer Tiefe von 900 Metern und somit etwas, das zuvor noch als absolut unmöglich galt. Etwas weniger offiziell wird es jedoch, wenn wir auf die abenteuerlichen Geschichten und Gerüchte blicken, die das ewige Eis abseits dessen umwehen. Von künstlich erschaffenen Pyramiden über versteckte Pforten, die geradewegs ins Innere der hohlen Erde führen, bis... Wir sind da, Freunde. Wir sind drin. Zu außerirdischen Basen steht die Antarktis in vielerlei Hinsicht im Verdacht, ein erschütterndes Geheimnis zu verbergen. Doch. Also irgendwas läuft da auf jeden Fall. Ne? Ob da jetzt ein hohler Erde-Eingang ist, oder das wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln. So, aber irgendwas läuft da drüben auf jeden Fall.
da läuft irgendwas. Ich kann dir nicht sagen, was da läuft, aber irgendwas ist suspicious auf jeden Fall. Die können mir das auch nicht erklären mit irgendwelchen Klimaprognosen, dass das das Wichtigste ist nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man da einen Vertrag macht. So. Und warum gibt es dann Orte, wo keiner hin darf? Warum? So. Das hat bis jetzt noch keiner vernünftig erklärt, sodass es Sinn macht für mich persönlich als Master-Schwurbler. Nehmen wir an dieser Stelle einfach mal an, dass all diesen kontroversen Thesen am Ende doch ein Funken Wahrheit innewohnt. Wer kennt dann eigentlich die Wahrheit und wer hat einen direkten Zugang zu jenen Geheimnissen? Eine gute Frage, Majuzza. Chat, wer kennt die Wahrheit? Schreibt mal jetzt rein ein paar Namen in den Chat oder ein paar Organisationen oder was denkt ihr, wer die Wahrheit? Also was bei mir als allererstes in den Kopf kommt, ist, also was ich, wo ich überzeugt von bin, dass der Vatikan auf jeden Fall ein bisschen was weiß, so. So, da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, aber ich habe das Gefühl, dass der Vatikan einiges weiß, so. Gott, ja Gott sowieso, Bruder. Gott sowieso. Gott weiß alles, Gott hat das alles erschaffen. Aber ich rede jetzt von JungsInnen. Naja, um dies zu verstehen, müssen wir einen kleinen Schlenker in den Bereich der Statistik machen. Ende 2022 besaß 1,1% der Weltbevölkerung knapp 46% des Weltbevölkerung. Ich glaube, die Nazis wussten auch Bescheid, Digga. Adi, der Jüdste, wusste auch Bescheid, safe. Weltweiten Vermögens. Und getreu dem Motto, Geld regiert die Antarktiswelt, soll es ein erlesener Kreis von steinreichen Milliardären sein, der die Geschicke inmitten von endlosen Eislandschaften und kolossalen Gletschern lenkt. Ein kurzer Blick auf unseren Kontostand macht die Hoffnung, in jenen erlesenen Kreis aufgenommen zu werden, aber leider schnell zunichte. Okay. Stattdessen sollten wir also nach anderen Wegen suchen, um der frostigen Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und tatsächlich steht schon nach einer kurzen Recherche fest, dass sich in der Antarktis Dinge abgespielt haben, die nicht nur die eingefleischten Skeptiker mit hochgezogenen Augenbrauen zurücklassen. Wurde diese Armee von Aliens zurückgeschlagen? Und dabei begann alles eigentlich recht unspektakulär. Im Dezember 1946 entschied sich die US Navy dazu, eine Flotte von knapp 5000 Soldaten und zahlreichen Schiffen in die Antarktis zu entsenden. Offiziell verfolgte die sogenannte Operation High Jump das Ziel, den Süden des Kontinents und die umliegenden Gewässer genauer denn je zu studieren. Darüber hinaus galt es aber auch, die Tauglichkeit des amerikanischen Geräts unter den Extrembedingungen des ewigen Eises auf Herz und Nieren zu testen. Die nicht auch, also war da nicht auch eine Mission, wo die gesagt haben, die wollen checken, ob da nicht eventuell noch Nazis sind und so? Haben die nicht auch deswegen so krass aufgerüstet, weil die irgendwie vermutet haben, dass da noch, dass da die Nazis abhängen, Digga? Irgendwas hatte ich da mal gehört. Unterm Strich markierte die Mission nicht weniger als die größte militärische Operation in diesem Teil der Antarktis und eine der größten Forschungsexpeditionen am Südpol überhaupt. Im Rahmen dessen fertigten die Beteiligten fast 70.000 Luftbilder an, auf deren Grundlage neue Landkarten erstellt wurden. Letzten Endes sollte die Operation High Jump aber vorzeitig abgebrochen werden, da sich die Wetterbedingungen zusehends verschlechterten und die Sorge vor immer größeren Materialschäden im Raum stand. Allerdings gibt sich nicht jeder mit dieser offiziellen Erklärung zufrieden, denn hinter vorgehaltener Hand wird seit jeher gemunkelt, dass der Missionsabbruch in Wahrheit eher einer panischen Flucht glich. Im Detail soll die Navy damals nämlich in einen erbitternden Kampf verwickelt worden sein, den sie einfach nicht gewinnen konnte. Doch wer oder was könnte die US-Soldaten überhaupt zum Rückzug gezwungen haben? Nun ja, das kommt ganz darauf an, welches alternative Lager man fragt. Für die einen steht fest, dass es Hitlers Nazi-Schergen waren, die die Arktis-Offensive krachend zerschlugen. Demzufolge soll sich der grausame Diktator keineswegs im Berliner Führerbunker eine Kugel in den Kopf gejagt haben, sondern in den Wirren des Kriegsendes klammheimlich in die Antarktis entkommen sein. Oder Argentinien, ist ja nicht weit weg. Wer sagt, dass der Bruder sich nicht abgeknallt hat unten in dem Bunker? Eins in den Chat. Wer sagt, dass er abgehauen ist? Eins. Wer sagt, nee, der hat sich da schon weggehauen? Zwei. Und wenn du nun glaubst, dass es abgedrehter nicht mehr werden kann, solltest du jetzt besonders aufmerksam zuhören, denn das andere Lager ist davon überzeugt, dass die Operation High Jump nichts anderes war als ein Krieg der Welten, bei dem unsere Spezies letztlich den Kürzeren gezogen hat. Sprich, die US Navy hat am Südpol einen schlafenden, extraterrestrischen Riesen geweckt, der wohl nicht sonderlich auf menschliche Besucher erpicht war.
An dieser Stelle ergibt sich allerdings eine grundlegende Frage, denn wie um alles in der Welt kommt man überhaupt auf so eine Idee? Gibt es irgendwelche Beweise, die aus dieser Annahme mehr machen als eine abenteuerliche Spekulation? Admiral Byrds Tagebücher, oder? Naja, nicht direkt, und doch lässt der weitere Verlauf der armeegestützten Forschungsmission zumindest aufhorchen. Denn allen intergalaktischen Gefechten zum Trotz stand die Operation Highjump 2 im Jahr 1950 längst in den Startlöchern. Alles war fertig, die Mannschaften warteten nur noch auf den Befehl zum Auslaufen und erhielten daraufhin die unerwartete Nachricht, dass das Unterfangen abrupt abgebrochen wird. Offiziell ist den Verantwortlichen wenige Wochen vor dem planmäßigen Start aufgefallen, dass die Mission ja eigentlich doch viel zu teuer ist. Inoffiziell erkannten sie aber, dass das Risiko einer neuerlichen Niederlage auf dem Schlachtfeld zu groß war. Führen diese unmöglichen Karten zu einer erschütternden Wahrheit? Mit dem Risiko einer historischen Niederlage sah sich Edward Bransfield im Jahr 1820 allerdings nicht konfrontiert. Ganz im Gegenteil. Als Bransfield damals als erster Mensch überhaupt die Antarktis... Wir müssten uns eigentlich mal die Admiral Byrd Tagebücher, ich muss echt sagen, durch die letzten zwei Videos, jetzt bin ich da schon ein bisschen angefuchst, so was Admiral Byrd Recherche angeht. Admiral Byrd, guck mal, Admiral Byrd Gianusz, Digga, als Vorschlag. Ich schwöre auf meine Mutter, du siehst, wenn ich das schon mal eingegeben habe, dann ist da so ein anderes Zeichen. Ich habe das selber noch nie eingegeben. Leute geben ein, Admiral Byrd und Keanu, Digga, feier ich. Jawohl, Junge. Der hat's geschafft, Alter. Dokumentation Antarktis, die entdecken... Muss man mal gucken, also eigentlich müsste man sich die Tagebücher mal geben, da gibt es irgendwie Audioversionen, glaube ich, irgendwie. Muss man mal gucken, ich bin da schon ein bisschen angefuchst gerade. Die arktische Halbinsel erblickte, trug er vielmehr einen geschichtsträchtigen Sieg davon. Nun ja, das gilt jedenfalls dann, wenn wir den gängigen Geschichtsschreibungen folgen. Männer wie Graham Hancock folgen aber lieber etwas unorthodoxeren Ansätzen, die in keinem verstaubten Lehrbuch auf... Graham, mein jüngster bester Mann. ...tauchen. Grundsätzlich vertritt der britische Schriftsteller und Alternativforscher die These, dass lange vor unserer Zeit eine fortschrittliche Hightech-Kultur existierte, die letztlich aber aus unserem kollektiven Geschichtsgedächtnis gelöscht wurde. Kein Wunder. Möglich? Denn immerhin wurde die besagte Zivilisation am Ende der letzten Eiszeit ja auch von einer urgewaltigen Flutkatastrophe vollständig vernichtet. Naja, zumindest fast, denn Hancock zufolge ist es einigen wenigen gelungen, die Apokalypse zu überleben und ihr höheres Wissen anschließend in den Rest der Welt hinauszutragen. Nun stellt sich aber auch hier die Frage nach den Historien. Ich sag ehrlich, die Hancock-Theorie, die macht Sinn für mich. Also, dass vor der Sintflut schon eine Zivilisation gelebt hat und das gelebt hat, die auch weit fortgeschritten waren. Und das beschreiben ja auch diese verschiedenen Kulturen. Hancock-Recherche sind wir auch schon reingegangen, wie er das miteinander verknüpft. Und es ist einfach so, dass in vielen Kulturen von jemandem geredet wird, der über Wasser gekommen ist und der den Wissen gebracht hat. So, das könnte der Grund sein, warum Pyramiden gebaut wurden an verschiedenen Orten auf der Welt mit ähnlichen Techniken, ähnliche Sachen, die Geschichten ähnlich aufgebaut sind und so. Es könnte sein, dass es einfach ein paar Leute gibt, die da überlebt haben und die dann in verschiedenen Teilen auf der Welt dann dieses Wissen weitergegeben haben, so weißt du? Kann sein. Zwischen Beweisen. Nach Beweisen, die laut Hancock aber in Hülle und Fülle vorhanden sind, sofern wir es denn verstehen, diese zu erkennen und richtig zu deuten. Einerseits wären da die auffälligen Überlieferungen unserer Vorfahren, denn obwohl sich die altertümlichen Kulturen offiziell niemals direkt begegnet sind, so kannten sie doch alle im Kern ein und dieselbe Geschichte einer alles verschlingenden Weltflut, die Pyramidenbauten sollen die Theorie der Vorläuferzivilisation ebenfalls untermauern, genauso wie die Karten, welche die Antarktis mehrere Jahrhunderte vor ihrer offiziellen Erstentdeckung zeigen. Piri Reis, brav. Und dass Dokumente wie die Karte Dankeschön. Des Piri Reis, die Aufzeichnungen von Orange Finet und die Waldseemüller-Weltkarte tatsächlich ominöse südliche Landmassen zeigen, die auffällig an die Antarktis erinnern, steht wohl außer Frage. Doch augenscheinlich besitzen diese zu Papier gebrachten Ungereimtheiten auch einen gewaltigen Haken. Sie wurden erst im 16. Jahrhundert angefertigt. Also, wie können Aufzeichnungen aus der frühen Neuzeit nun also mit einem Volk in Verbindung stehen, das bereits am Ende der letzten Eiszeit und somit vor 11.700 Jahren untergegangen ist?
Naja, ganz einfach. Folgt man den Ausführungen von Hancock, so basieren die verwirrenden Antarktiskarten auf bedeutend älteren Quellen, die, du hast es erraten, direkt aus den Reihen der geheimnisvollen Vorgängerkultur stammen. Folglich kratzen die späteren Werke also an der Oberfläche einer historischen Wahrheit, die viel größer ist, als wir überhaupt zu träumen wagen. Voll krass. Voll krass, wenn das wirklich so wäre, ne? Voll geil. Also, dass es wirklich nochmal eine Zivilisation vor uns gab, die wir nicht kennen, wo wir keine Infos drüber haben, so. Boah, das würde ich mir wünschen irgendwie. Und wenn ja, dann... Also wenn dann wirklich Leute überlebt haben und dieses Wissen weitergeben, dann müssen die auch noch Nachfahren haben wahrscheinlich, ne? Wer ist das dann? Doch was geschieht eigentlich, wenn wir jene Oberfläche einmal verlassen und stattdessen in die verborgene Welt unter der Antarktis eintauchen? Sind die Berichte von Richard Byrd authentisch? Also, wenn wir in die verborgene Welt unter der Antarktis eintauchen, dann werden wir mit einem rätselhaften Tagebuch konfrontiert, aus dem das alternative Lager nur allzu gerne zitiert und das es offiziell aber niemals gegeben hat. Doch wie dem auch sei, der Mann, der die welterschütternden Zeilen niedergeschrieben haben soll, hörte auf den Namen Richard Byrd. Und selbstverständlich... Die Bücher müssen wir uns reinziehen, ...handelte es sich dabei nicht um irgendeinen Mann, sondern um jenen Admiral, der auch bei einer gewissen Operation High Jump das Kommando innehatte. Im Rahmen der Mission soll Byrd wiederum etwas erlebt haben, das selbst das Stelldichein mit außerirdischen Truppen wie ein vergnügliches Kaffeekränzchen aussehen ließ. Während eines routinemäßigen Forschungsfluges geriet Byrds Maschine heftig ins Taumeln. Doch anstatt am Boden zu zerschellen, fand sich der Pilot daraufhin in einer Art Höhle wieder, die den Blick auf etwas Unglaubliches preisgab. Nämlich auf einen üppigen grünen Wald, dessen exotische Pflanzen und Tiere sich überdeutlich von allem Bekannten unterschieden. Von allem Bekannten unterschieden sich indes auch die Bewohner, die Byrd im antarktischen Untergrund getroffen haben will. Glücklicherweise fielen diese aber nicht sogleich über den Neuankömmling her, sondern luden ihn stattdessen dazu ein, das mystische Reich Agartha mit eigenen Augen zu bestaunen. Ja, ist eine ähnliche Recherche wie das letzte Video, ne? Jetzt am Ende. Letzten Endes führten die auffallend großen, von einem blaugrünen Schimmer umgebenden Geschöpfe Byrd zu ihrem Anführer. Diesen bezeichnete der Un... Komischerweise werden die auch genauso wie die Avatar-Jungs innen beschrieben, ne? Von wegen hier, blau-grün und so. Auf der Gast in seinem späteren Tagebucheintrag nur ehrfürchtig als den Meister. Und er brachte auch die eindringliche Warnung... Gib mir die Agathe-Vibes, Bro. Agathe den Motherfucker. Und los. ...zu Papier, die ihm dieser mit auf den Weg gegeben hatte. So habe das unterirdische Volk wiederholt versucht, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Da die Oberwäldler aber stets aggressiv reagierten und die ausgesandten Flugmaschinen zerstörten, wurden diese Bemühungen eingestellt. Die Oberwäldler. Stattdessen beobachteten die Agatha-Bewohner die Menschheit fortan aus dem Verborgenen heraus und sie erkannten, dass unsere Spezies einen kritischen Kipppunkt erreicht hat. Wir seien eher dazu bereit, unseren eigenen Heimatplaneten zu zerstören, als unsere Macht einzuschränken. Der... Haben Sie recht. Also das ist schon, das würden sich, also ich, diesen Gedankengang kann ich nachvollziehen, dass wenn Jungs innen uns beobachten von irgendwo, ob es jetzt von außen oder von innen ist, also ich tendiere dann eher nach außen, um ehrlich zu sein, dann kann ich mir schon denken, dass die uns beobachten und denken, guck mal, die Idioten. Die haben eigentlich voll den krassen Planeten, die könnten eigentlich voll die heftigen Sachen machen und mit diesen ganzen Technologien gute Sachen anstellen. Was machen die? Die spalten, unterdrücken sich, würden für Krieg und machen Krieg und keine Ahnung, beuten andere aus und diesen ganzen Müll so. Weißt du? Macht Sinn, oder? Wichtigste. Also ich glaube, eine Zivilisation, umso länger die lebt, umso mehr kommt die dann irgendwann auf, ich finde, also ich hoffe, wir Menschen kommen irgendwann noch auf den Trichter und sagen uns so, ey krass, eigentlich sind wir voll stupid. Eigentlich müssten wir eigentlich alle zusammenhalten und versuchen, so ein Paradies aus dieser Erde zu machen und richtig so, wie sagt man, zu grown, so, thriven. So. Die Technologien für was Gutes nutzen, allen anderen helfen. Ein Paradies halt aus diesem Ort machen. Das würde gehen, wäre möglich. Und gleichzeitig unheilvollster Satz des ominösen Meisters lautete aber wie folgt. Er sagte, ich muss dir sagen, dass ein gewaltiger und schlimmer Zorn aufziehen wird. Ein mächtiger Sturm wird über das Land fegen und für eine lange Zeit wüten.
Mit dieser unschönen Vorhersehung im Hinterkopf kehrte Bird dann an die Oberfläche zurück, um sogleich alles niederzuschreiben, was er soeben erlebt hatte. Wenig später fand er sich dann im Pentagon wieder, wo er den mächtigen Männern den unglaublichen Vorfall schilderte. Daraufhin erhielt er jedoch den strikten Befehl, nie wieder über das Zusammentreffen mit der verborgenen Zivilisation zu sprechen. Und als gehorsamer Militärangehöriger widersetzte sich Bird dieser Anordnung nicht. So kommt es, dass einzig das später entdeckte Tagebuch Birds Reise in die fantastische Unterwelt bezeugte. Naja, sofern dieses denn auch wirklich existiert hat, versteht sich. Was aber zweifelsohne existiert, ist der Abo-Button. Kann auch einfach einer geschrieben haben. Was aber zweifelsohne existiert, ist der Abo-Button, sagt der. Yo. Ey, kann auch einer einfach geschrieben haben und so getan haben, als ob es ein Bird seine Schriften sind, ne? Eine Frage hätte ich noch zum Schluss, auch für die Community gerade, die das Video anschaut, so. Glaubt ihr, solche Filme wie Avatar oder auch E.T. und so, ne? Also Alien-Filme oder Filme von anderen Zivilisationen auf anderen Planeten und so. Glaubt ihr, das basiert rein auf Fantasie? Oder glaubt ihr, dass eventuell wirklich vielleicht sogar die Leute sich Admiral Byrds Tagebuch reingezogen haben und dann basierend auf solchen angeblichen Sichtungen oder auch vielleicht gibt es Leute, die Area 51, Alien-Kontakt, was auch immer hatten und dann darauf basierend dann auch diese ganzen Filme gemacht haben, so E.T. und diese ganzen Aliens, dass die halt auch alle einen gewissen Look haben? Oder glaubt ihr, das ist Fantasie, mehr oder weniger? Das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall geht Liebe raus an die Community. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr zu diesen ganzen Themen sagt. Ich fand das eine spannende Recherche. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.